Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier als Vertreter der sogenannten linksgrün versifften Lügenpresse, wie meine Berufsgruppe in einschlägigen Online-Foren gerne genannt wird. Und ich möchte ein paar Worte dazu beisteuern, wie soziale Probleme kulturalisiert werden. Und nicht nur dort auf diesen Hetzseiten, sondern auch anderswo. Wir haben es ja alle erlebt, wie nach der Silvesternacht von Köln ein soziales Problem, ein Vorfall in Windeseile kulturalisiert wurde. Die genauen Fakten waren noch lange nicht klar. Da gab es schon die ersten Ferndiagnosen. In der Emma behauptete Alice Schwarzer, auf der Domplatte hätte eine Gangbang-Party stattgefunden, was immer sie sich darunter vorstellte. Und in der Welt sprach Henrik M. Broder von einem Pogrom. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass Thilo Sarrazin noch mit einer genetischen Erklärung für die Vorfälle aufwartet. Das Thema wurde auch im Ausland dankbar aufgegriffen. Magazine in Polen, in Österreich, in der Schweiz machten mit rassistischen Titelbildern auf. Und Viktor Orban und Donald Trump und deren Anhänger sahen sich in ihren Vorbehalten gegenüber Muslimen und Flüchtlingen bestätigt. Aber auch seriöse Medien trugen zur Kulturalisierung bei, wenn sie sich auf die Frage konzentrierten, welches Frauenbild die Täter wohl angetrieben haben könnte, ob ihre Taten auf ihren kulturellen Hintergrund zurückzuführen seien. Und welche Rückschlüsse ihre Taten auf den arabischen Mann im Allgemeinen und den nordafrikanischen Mann im Besonderen zulassen. Als ob es sich bei Trickdiebstählen in Tateinheit mit sexueller Belästigung um eine spezifisch arabische oder nordafrikanische Tradition handeln würde. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass als Reaktion auf die vielen hundert Übergriffe auf Flüchtlingsheime in deutschen Medien das Fremdenbild der Deutschen ähnlich beleuchtet worden wäre und die eigene Gesellschaft einer ähnlich kritischen Selbstbefragung ausgesetzt wurde. Man könnte ja auch fragen, ob es sich bei den Übergriffen gegen Fremde um eine spezifisch deutsche Tradition handelt. Aber wenn es um die Mehrheitsgesellschaft geht, vermögen wir sehr wohl zu differenzieren und Kriminelle vom gesetzestreuen Rest der Gesellschaft zu unterscheiden. Der Nebel um die Ereignisse von Köln hat sich noch immer nicht ganz gelichtet. Wir wissen, dass es rund um den Hauptbahnhof zu massenhaften Diebstählen und sexuellen Übergriffen kam und dass die Polizei damit überfordert war. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der geplante Untersuchungsausschuss uns viel mehr Klarheit bringen wird. Denn ich befürchte auch, diejenigen, die sich durch diese Vorfälle in ihren Vorurteilen bestätigt gesehen haben, ist es ohnehin egal. Es ist ja nicht die erste Debatte dieser Art, die wir erleben. Es ist mehr als 10 Jahre her, als nach einem Eklat an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln der Eindruck erweckt wurde, mangelnde Bildungserfolge, jugendliche Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber Lehrerinnen und Lehrern sei ein spezifisch muslimisches Problem. Auch in den Debatten um Ehrenmorde, wie nach dem Mord an Hatun Sürücü vor 10 Jahren entbrannte, oder um die dänischen Mohammed-Karikaturen, suggerierten manche Gewalt gegen Frauen oder Andersgläubige sei irgendwie typisch für Muslime. Und in der routinierten Forderung an die Muslime, die nach fast jedem islamistischen Terroranschlag erhoben wird, sie müssten sich davon distanzieren, schwingt die Unterstellung mit, sie würden insgeheim damit sympathisieren, sie hätten was damit zu tun. Diese Bilder, Islam gleich Gewalt, gleich Frauenfeindlichkeit, gleich Terror, diese Bilder haben sich verfestigt. Und die Art und Weise, wie die genannten Debatten geführt wurden und werden, haben dazu beigetragen, dass so etwas wie Pegida entstehen konnte. Einen gehörigen Beitrag dazu geleistet haben auch hauptberufliche Islamkritiker, wie die Publizistin Nejla Kelek, der berühmte Bezirksbürgermeister Heinz Buskowski oder der Publizist Hamid Abdel Samad, die jedes, aber auch wirklich jedes soziale Problem immer wieder zielsicher auf einen Ursprung zurückführen, die Religion, den Islam. Dabei ist diese Logik oft paradox. Wenn ein muslimischer Geistlicher sich weigert, einer Frau die Hand zu geben, liegt das natürlich am Islam. Und wenn alkoholisierte Kleinkriminelle Frauen begrapschen, ist daran für sie auch der Islam schuld. Es widerspricht sich zwar irgendwie und beides geht eigentlich nicht zusammen, aber es ist egal. Denn solche Widersprüche halten die Islamkritiker locker aus. Das hat bei ihnen System. Wenn sich muslimische Jugendliche radikalen Gruppierungen anschließen, dann werfen sie den muslimischen Verbänden gerne vor, dies nicht verhindert oder gar begünstigt zu haben. Aber wenn muslimische Verbände vom Staat als Partner aufgewertet werden, auch um einer solchen Radikalisierung entgegenzuwirken, dann sind sie ebenfalls dagegen. Die muslimischen Verbände sollen nicht mehr Einfluss kriegen, aber wenn irgendwas schiefläuft, wirft man ihnen vor, dass sie ihren Einfluss nicht haben geltend gemacht. Man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Und bei dem antimuslimischen Vorurteil, dem sie anhängen und das sie verbreiten, handelt es sich nicht einfach um ein diffuses Vorurteil,
sondern mein geschlossenes Weltbild, vergleichbar mit dem Antisemitismus oder anderen Rassismen. Mit anderen Worten, meine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Verantwortung für die Verbreitung von antimuslimischen Stereotypen tragen aber auch die Medien, die nach solchen Ereignissen wie der Kölner Silvesternacht lieber immer wieder einmal mehr einen dieser hauptamtlichen, ideologisch gefestigten Islamkritiker befragen, die die immer gleichen Klischees aufwerben, als zum Beispiel einen Kriminologen oder Fachleute bei der Polizei zu Rate ziehen, die solche Vorfälle im Kontext anderer Verbrechen und Straftaten einordnen können. Viele Medien räumen auch lieber einem süddeutschen Bürgermeister, der großes Verständnis für die Vorbehalte besorgter Bürger gegenüber Flüchtlingen äußert, 4 Interviewseiten ein als einen Bürgermeister, der einfach nur vor Ort gute Arbeit leistet und sei er bei der CSU. Dabei wäre auch das eine gute Nachricht. Oder dabei wäre auch das eine Nachricht, aber gute Nachrichten scheinen für manche Medien nicht so sexy zu sein. Das ist Teil unseres Mediensystems, dass gute Nachrichten eben oft nicht als Nachrichten bewertet werden. Natürlich müssen wir auch über Probleme sprechen, die es in unserer Gesellschaft gibt. Wir müssen darüber sprechen, dass es Flüchtlinge gibt, die kriminell sind, die auf die schiefe Bahn geraten. Wir können über das Gewaltpotenzial sprechen, das in Religion steckt, wobei ich das Problem nicht auf Religion beschränken würde. Wir müssen über grenzüberschreitende Kriminalität sprechen, über Ängste, über Desintegrationserscheinungen, nicht nur in Einwanderermilieus. Wir müssen auch über Desintegrationserscheinungen in der Mehrheitsgesellschaft sprechen. Wir müssen über den Hass sprechen und die verrohte Sprache und die Gewalt, die längst nicht nur Minderheiten treffen, sondern inzwischen auch, wie wir wissen, Politiker und Medien. Mehr als jeder zweite Deutsche hat Vorbehalte gegenüber Muslimen. Trotzdem kann ich mich an keine Talkshow erinnern, die einmal gefragt hätte, wie viel Rassismus verträgt Deutschland? Nach den beschämenden Szenen in Clausnitz wäre diese Frage durchaus angebracht. Aber das Problem beginnt eben nicht erst bei der AfD oder Pegida. Ich komme gerade aus Österreich, wo es mit der FPÖ schon lange eine Partei gibt, die Ressentiment schürt und davon profitiert. In fast allen europäischen Nachbarländern haben sich Rechtspopulisten als Parteien fest etabliert und sind eine wichtige Kraft geworden. In Österreich oder in Holland auf Augenhöhe, in Dänemark mit Regierungsverantwortung und in der Schweiz sind sie die stärkste Partei. Deutschland war in dieser Hinsicht lange Zeit ein Sonderfall und da haben wir uns zurücklehnen können vielleicht und gedacht, das geht an uns vorüber, aber so ist es nicht. Das hat sich jetzt geändert. Das macht es schwieriger, eine konstruktive und antirassistische, eine diskriminierungsfreie Politik durchzusetzen. Aber es muss nicht nur von Nachteil sein. Wenn man Umfragen glaubt, sind in manchen unserer Nachbarländer, zumindest in westlichen Nachbarländern, die Vorbehalte gegenüber Muslimen deutlich weniger verbreitet als in Deutschland. Gerade weil man weiß, dass es sich dabei um ein Ressentiment handelt, das bewusst geschürt und instrumentalisiert wird, geht man dazu auf Abstand. Die Existenz einer rechtspopulistischen Partei kann zum Schulterschluss zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten führen, weil man weiß, dass die offene Gesellschaft insgesamt bedroht wird dadurch. Sie kann auch eine Chance sein, dass die Demokraten aller Lager und Milieus enger zusammenrücken. Die sollten wir nutzen. Vielen Dank.